Wer oder was ist ein Konsument? Unter einem Konsumenten wird eine natürliche Person verstanden, welche Waren und/oder Dienstleistungen zur privaten Bedürfnisbefriedigung erwirbt. Häufig wird in der Praxis auch der Begriff des Verbrauchers als Synonym verwendet. Das ist durchaus legitim, jedoch muss hierbei darauf geachtet werden, dass der Dienstleistungsbereich mit berücksichtigt wird. Und um von einem Konsumenten auch sprechen zu können, ist darüber hinaus auf die Kernmerkmale des Konsumenten zu achten. Die drei Kernmerkmale des Konsumenten lauten: entscheiden, bezahlen und nutzen. Immer nur dann, wenn mindestens eines dieser drei Kernmerkmale gegeben ist, darf auch von einem Konsumenten gesprochen werden. Im Regelfall ist es jedoch so, dass alle drei Kernmerkmale gemeinsam und miteinander auftreten. Und wenn alle drei Kernmerkmale vorhanden sind, wird von der klassischen Erscheinungsform des Konsumenten gesprochen. Sehen wir uns hierzu noch ein Beispiel an. Sie überlegen sich, einen neuen PKW anzuschaffen. Nach intensiver Recherche entscheiden Sie sich für eine Marke und ein Modell. Sie überweisen den Rechnungsbetrag und übernehmen das neu angeschaffte Fahrzeug zu Ihrer persönlichen Verwendung. Welche der drei erlernten Kernmerkmale sind in diesem Beispiel gegeben? In diesem konkreten Beispiel kann von der klassischen Erscheinungsform eines Konsumenten gesprochen werden. Es sind alle drei Kernmerkmale vorhanden. Aufgrund der Tatsache, dass Sie sich für ein Modell und eine Marke entschieden haben, sind Sie der Entscheider. Darüber hinaus haben Sie den Rechnungsbetrag überwiesen, somit sind Sie auch Zahler und Sie haben das Fahrzeug zur persönlichen Verwendung angeschafft und somit sind Sie dann in weiterer Folge auch Nutzer. Nehmen wir nun mal an, Sie kaufen das Auto und schenken das Fahrzeug dann in weiterer Folge Ihrer Frau. Was verändert sich dann an diesem Beispiel? Welche Kernmerkmale sind noch gegeben? Der Unterschied liegt nun darin, dass Sie nicht mehr Nutzer sind, sondern Nutzer ist in diesem Fall dann Ihre Frau. Aber aufgrund der Tatsache, dass Sie nach wie vor Entscheider und Zahler sind, kann weiterhin von einem Konsumenten gesprochen werden. Es sind zwar nur mehr zwei von drei Kernmerkmalen vorhanden, aber wie wir bereits gehört haben, ist eines der Kernmerkmale ausreichend, um von einem Konsumenten sprechen zu können.